Hey ho, ganz schön dunkel hier, oder? So, wir kommen zurück zu The Minish Cap. So, wir machen das Licht an. Haben hier ein paar Fledermäuse. Gut. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, sowas dieses. Ein paar Bomben. Okay, ach, die Dinger sind auch schon da. Wieder lustig. Oh, hier sind aber viele Gegner gerade. Okay, und eine Kletterwand. Dann klettern wir mal nach oben. Lassen die Gegner hier einfach mal in Ruhe. Und ein Windmal. Sehr schön. Träger der heiligen Macht, des Windes Flügel, mögen nun auch dich tragen. Oh, wieder ein Windmal. Ein weiterer Ort, den du mit der Ocarina erreichst. Jo, das ist mir klar. Okay, ah ja, hier kann ich was aufbomben. Machen wir das mal, weil wir jetzt Fernzünderbomben haben, geht das ja auch schnell. So, hier hoppen mal alle ab. Was haben wir hier? 50 Muscheln. Yay. Das ist ja mal wieder gut. So, das heißt nach oben. Ah ja. Den Weg kenne ich noch hier. Einen roten, blauen Rubin, das ist sehr schön. Das heißt, hier runter. So, jetzt sind wir schon hier und können wieder hochkraxeln. Sehr schön, jetzt sind wir an der Spitze. Und hier ist so ein komischer Berg, der sich bewegt. Was es damit auf sich hatte, werden wir später erfahren. So, jetzt ist hier ein Wirbelsturm. Aber was ist das? Ein großer Wirbelwind? Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Hier reinspringen. Yay, nach oben. Über den Wolken. Ich lebe noch. Graf, du, Wagemut hat auch seine Grenzen. Stürzt sich einfach in den Wolken, in den Wirbelsturm. Das hätte unser Ende sein können. So etwas. Deine Waghalsigkeit hat sich offenbar doch gelohnt. Ist hier am Ende die Welt über den Wolken? Hier muss es etwas geben, das zum Element führt. Suchen wir danach, alles klar. Bist du? Hey, wie geht denn das? Du kannst ja auf Wolken gehen, obwohl du von der Erde bist. Aber was mich noch mehr wundert, ich war mit meiner Schwester auf dem Minish fest. Und auf dem Rückweg war auf einmal alles voll Ungeheuern. Normalerweise weht ein günstiger Wind, wenn man mit dem Fragment, das auf dieser Wolkentafel abgebildet ist, Fragmente vereint. Doch wegen der Ungeheuer können wir keine Fragmente suchen. Und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist doch stark. Suchst du ein paar Fragmente für uns und vereinigst sie? Ja, erstmal vereinige ich mit dir ein Fragment. Okay, die Leute hier oben, die hier leben, die heißen so wie Wolken. Die man hier zu Russ. Und dann kommt bestimmt auch noch Stratos und sowas. Weil diese Wolkennamen. Ja, wieder so ein goldener Arachnid. Dinge sind mir egal. Sie passen zusammen. Ja. Hier sind so kleine Windräderchen. Niedlich. Was damit auf sich hat, werden wir noch sehen. So, und hier sind so Wolken, die mit uns auch Fragmente vereinen wollen. Wieder so eine goldenen. Und die müssen wir erst noch suchen. So. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Nanu, wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minish fest. Und auf dem Rückweg wehte plötzlich kein Wind mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Du wirst Fragmente vereinen? Sehr gerne. Stratos, okay? Ein rotes Fragment, das ist ja immer was Gutes. Ah ja. Das heißt, da öffnet sich jetzt der Wasserfall. Wunderbar. Da können wir dann auch bald hin. Sie passen zusammen. Vielleicht passiert ja etwas Gutes. Okay, nun muss ich hier diese goldenen Glücksfragmente suchen. Hier auf der Wolkeninsel. Vielleicht habe ich ja hier schon direkt eins. Jo, ein Glücksfragment erhalten. Okay, und ich brauche meine Maulwurf-Handschuhe. Ich könnte ja schneller graben, ne? Ja, es geht tatsächlich schneller. Gut. Okay, hier sind immer so eine Wolkenhaie. Die am besten immer töten. Weil das manchmal wichtig ist. So, der tötet sich selbst. Ist auch gut, wenn die sowas machen. So. Und nun muss ich mich hier durchgraben. Okay, was haben wir denn hier oben noch alles? Das heißt, hier mal runterfallen. Ah ja, da haben wir schon mal die erste Wolke wieder. Vielleicht ein Fragment vereinen. Habe ich das Richtige? Yep. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Gut.
Und zwar dreht sich jetzt das erste Windrad. Es gibt insgesamt 5 Windräder. Das heißt, ein paar Wolkenstatuen da sind noch übrig. Das heißt, wir müssen jetzt immer schön hier fliegen. So. Dann hier hoch. So, dann mal hier runter. Ah ja. Das heißt, hier sind wieder die Piranhas. Die muss ich töten, sonst komme ich nicht weiter. Mist. Boah, die sind gut, die Leute hier, die Piranhas. So, der erste ist weg. Und der zweite auch. So, das verschwindet. Und wir kriegen ein weiteres Glücksfragment. Hurra, Glücksfragment erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Ja, das sollen sie und das tun sie mir auch. Weil ich so weiterkomme. So, wieder nach oben. Was haben wir denn noch hier? Fahren wir uns mal wieder durch die Wolken hier durch. Ah ja. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier jetzt runterfliege? Immer alles begutachten. Okay. Ein Glücksfragment. Hurra. Ist hier oben noch was? Ja, 2 Truhen, denke ich mal. 50 Muscheln. Und auf der anderen Seite dann nochmal 50 Muscheln. Supi. So, und weiterfliegen. So. Und hier runter. Und zack. Und ab nach unten. Okay, was haben wir denn hier? Ein Lucky Two. Na gut. Jetzt kommen schon die Mario-Gegner hier an. Und wollen mitmischen. So, wieder die Wolke. Wundersame Wolke. Zack. Die beiden Fragmente passen perfekt. Das ist doch schön. So, das nächste Windrad bewegt sich. Ehrlich sowas. So, Maulwurfshandschuh wieder auswählen. Und wieder nach oben. Hurra. Gut. Das heißt, in den nächsten Wirbel rein. So. Und an dem Wirbel dran vorbeifliegen. Gut, ist egal. Jetzt sind wir an zu vielen Wirbeln dran vorbeigeflogen. Irgendwie wollte das gerade nicht. So, sehr gut. Würde man eigentlich zeitlich schaffen. Und voila. So, und hier haben wir nochmal Muscheln, okay. Ich wollte eigentlich ein Glücksfragment haben. War mir scheinbar nicht vergönnt. Okay, hier haben wir wieder die Piranha-Haie. Ich werde sie wieder töten. Bevor sie mich töten. Oh Mann, die Dinger sind so unberechenbar. Na komm, komm raus. Ach Mist. Oh, ich verliere hier gerade Energie wegen denen. Gibt's doch nicht. So, komm raus. Spring. Los. Tot. Achso, hätte ich gar nicht töten brauchen. Da ist wieder ein Lucky Tooth. Ziehen wir dann auch mal wieder weg von seiner Wolke. Und voila. So. Und zack. Die beiden Fragmente passen perfekt. Fehlt ja nicht mehr viel da. So, 2 Stück noch. Knapp nach oben. Ah ja. Und der, denke ich mal, ist hier wieder ein Fragment. Wunderbar. Wieder nach unten. Gut. Und wieder nach oben. Ja, ja, immer hin und her. Oben, unten, oben, unten. So, jetzt sind wir oben und wir können wieder nach unten. Ist ja schön, dass sowas geht. So, da kommt wieder so ein Piranha raus. Nein. Oh, geht die Dinger nicht mal. Kann man die nicht rausziehen? Nee, kann man nicht. Wow. Oh Mann. So, los, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Los, geh sterben. Sehr gut. So, und du dann auch nochmal. Na Mist. Wäre eigentlich schöner, wenn die selber in den Tod springen könnten. Genau, spring raus. Ah, Mist. Zu spät. Spring in den Tod. Na los. Ich sagte, spring in den Tod. Na los, komm. Komm, spring. Tod. Gut, und ein weiteres Glücksfragment. Wunderschön. Und eingesammelt. Sehr schön. Und wieder nach oben. Okay, dann denke ich mal, ist hier wieder ein Glücksfragment. Ne, 50 Muscheln, okay.
dann fliegen wir mal wieder rüber hier. So. Wo bin ich jetzt? Ah ja. Schwupp, schwupp, schwupp. Und zwar ist hier so ein kleines Loch. Gut. So, der schon mal tot. Nee, ist er nicht. Okay. Gut. Und wir hier. Jetzt bin ich ja wieder am Anfang, ne? So ziemlich, würde ich sagen. Oder? Warte mal. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Hier nochmal runter. Ah, ja. Irgendwie bin ich direkt in den Wirbel reingekommen. Okay, also wieder runter. So. Und zwar ist hier ja noch einer. Okay. Und zack. Die beiden Fragmente passen perfekt. Wunderschön. Okay, einer fehlt noch. Und der war ja am Anfang. Ich muss nur zurück zum Anfang kommen. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. So. Und rüber. War hier nicht denn irgendwo der Anfang? Ja, da oben. Und alle hoppen. Kommen wir uns hier wieder durch. Zack, zack, zack. Rauf hier. Und nach oben. Jetzt einmal wieder zwischenlanden. So, und rüber. Alle hopp. Und runter hier. Müsste dann ja hier sein, der Anfang, oder? Wenn ich mich nicht täusche, jo, ist hier. Gut, das war die letzte Wolke. War ich gerade aufgestoßen, Entschuldigung. Die Fragmente passen mal wieder. Wer hätte das gedacht? So, das letzte Windrad dreht sich. Ich habe gerade irgendwie einen Tinnitus im Ohr. Boah, furchtbar. Jetzt höre ich gar nichts mehr. So, die beiden kommen wieder nach oben. Wir folgen den beiden doch einfach mal. Und schwupp. Sehr schön, jetzt sind wir ganz weit über den Wolken. Und hier ist nochmal ein Windmal. Träger der heiligen Macht. Oh, wieder ein Windmal. Ein weiterer Ort, den du mit der Ocarina erreichst. Wie Esselo da von alleine drauf kommt, ne? Wer hat nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Graf, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Ja, vielleicht. Und hier waren wir sogar schon mal. Hier leben die Leute. Wie man sieht, ist hier der Teleporter. Wo wir, also bei Alberichs Haus, wo wir damals hier hingekommen sind, um den alten Mann von diesem Geist zu befreien. Und nun sind wir wieder hier. Oh, sie mit dem Fragment fein. Du willst Fragmente fein? Gerne. Cumulus, okay. Zack. Fein Fragmente passen. So, was passiert nun? Ah ja. Das ist ja auch wieder die Sela-Quelle. Gut. Sie passen perfekt zusammen. Vielleicht passiert da etwas Gutes. So, und hier ist der Opa. Ah, du bist Graf. Danke für deine Hilfe. Ich habe wieder etwas Gutes gefunden und für dich verwahrt. Bitte. Lichtbogen erhalten. Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts. Sehr schön. Übrigens fiel mir, glaube ich, ein Pfeil-Update fehlt mir noch. Das muss ich dann im Laden kaufen, glaube ich, war das. Kann man dann ja noch machen. Ultimate auch. Fragmente verein. Erna heißt die Gute. Mal los. Die beiden Fragmente passen perfekt. Okay, ja, das sind die Sümpfe. Da kommt bestimmt wieder nur so ein Tier hin. Jo. Ja, die, wie gesagt, die sind mir ziemlich wurscht. Ich will da, glaube ich, auch nicht jede einzelne Truhe einsammeln. Weil das einfach zu vielen ist. Weil ich weiß auch gar nicht mehr, wo die Truhen alle sind. Wenn ich durch Zufall eine halt entdecke, nehme ich sie mit. Aber jetzt gezielt danach suchen tue ich nicht. So, ich raub euch nochmal hier ein bisschen aus, ne? Schau ich ein paar Glücksfragmente. Und hier auch nochmal eins. Sehr schön. Gut, das heißt eine Etage wieder höher. Okay, jetzt sind wir schon ganz oben. Nimm den großen Wirbelwind hier auf dem Dach, um zum Palast zu gelangen. Ah ja, du versperrst mir aber den Weg, mein Freund. So, und er ist der Anführer mit dem Fragment fein, das tun wir dann auch sofort. Vortexa heißt er.
beiden Fragmente passen. Okay. Ah ja, das ist der Friedhof. Da war ja auch noch so ein Schmetterling. Müssen wir also auch nochmal hin. So, oha, das passt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. So, ich klaue dir ein paar Glücksfragmente, ne? Du hast dann bestimmt nichts dagegen, ne? So, dann gehen wir mal hier weg. Weil ich glaube, der möchte bestimmt mehr als einmal Fragmente vereinen. Also einmal den Raum verlassen. So, und wieder hoch. Okay. So, und nochmal. Und er möchte tatsächlich nochmal Fragmente vereinen. Okay. Und zack. Die beiden Fragmente passen. Das ist bestimmt die andere Seite jetzt vom Friedhof. Jupp. Und voilà. Sehr schön. Oha, das passt. Passt. Okay. Dann nochmal runter und darauf. Vielleicht will er nochmal. Oder vielleicht will er auch die gute Erna nochmal. Tatsächlich. Fragmente fein, okay. Und zack. Die beiden Fragmente passen. Sehr schön. Also langsam werde ich richtig meine Fragmente los. So, das ist das westliche Wäldchen. Genau, da fehlt ja noch ein Baum. Der ist auch da. Gut. Perfekt. So, wieder nach oben. Na, du willst ja leider nicht. Okay, möchtest du nochmal? Nö, diesmal nicht. Okay. Sei gegrüßt. Wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Vati Böses Tod hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten. Doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Alles klar, mach ich. So, dann hast du gehört, ne, du darfst mich mal durchlassen. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht den Palast zu erforschen. Alles klar. Ah ja, sieht ein bisschen aus wie damals bei dem Tor des Windes, hier mit den Flügeln und allem. Aber die haben ja gesagt, dass es, dass sie auch von da kamen. Halt alles mitgenommen haben. So, und volle Energie. Okay. Gut, und in diesen Wirbelwind springen wir dann im nächsten Part. Also bis dahin. Tschüss.